Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf. Oh, geil. Tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Ich bin dabei. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Ich bin dabei. So, hallo und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem kleinen Gothic-Gedöns. Wenn das Osten ist, überleg mal, ein 20 Jahre altes Spiel, ne, wie das aussieht, oder? Zieh dir das rein. Mit ein paar Mods, wie ein 20 Jahre altes Spiel aussehen kann, ne? Guck das an. Die Sonne geht auf hinterm Berg. Das muss also Osten sein, dann muss das da Westen sein. Hat er nicht gesagt, im Westen der Sumpf? Na, dann gehen wir jetzt einfach mal hier Norden. Gehen wir mal hier nach Norden. Norden, Osten, Süden, Westen. Ich denke mal, das passt so, oder? Dann müsste das jetzt hier Norden sein. Ach, guck mal einer an. Da steht was. Also, da steht jemand. Der hat immer noch seinen Pfeil in der Hand. Siehst du das? Hallo, junger Mann. Wer bist du denn? Der greift mich schon mal nicht an. Jedenfalls nicht vom Weiden. Was bist du denn für einer? Alligator-Check. Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Ah, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Das ist die Piraten, oder? Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Ist das nicht geil, oder? Also dieses Spiel, du entdeckst Sachen, es ist einfach so geil. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Oh, was erzählen wir dem jetzt? Wollen wir sagen, dass wir den Raven umbringen wollen oder wollen wir sagen, dass wir uns ihm anschließen wollen? Also ehrlicherweise müsste ich sagen, ich bringe den um, oder? Ach komm, ich bin der ehrliche Haut. Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Echt? Das ist so cool. Okay. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Captain Greg kenne ich. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinnes begegnet. Greg? In Korinnes? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinnes bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Ist in Ordnung, Lache Satan, das ist völlig okay. Guck mal, du bist jetzt übrigens Abonnent, weil letztens hat jemand 10 Abos verschenkt. Will ich auch mal dazu sagen, mein Twitch-Kanal hatte ja die ganze Zeit, das ganze Jahr über hier eigentlich 0 Abonnenten. Also da war, hier und da war mal einer dabei, der hatte wirklich mal so ein Amazon Prime-Abo da gelassen, ne? Und es kam letztens einer bei TikTok, ist dann zu Twitch rübergewechselt, hat ein Follow da gelassen, hat ein Amazon Prime-Abo da gelassen und dann hat er auf einmal 10 Abos verschenkt. Deswegen, der wahre Satan, bist du Abonnent und darfst jetzt sogar ein Depp-Smiley benutzen. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurückkam, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Machen wir, sofort geht los. Interessiert? Ja. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Oh, hier gibt's Alligatoren. Aber die kann man nicht essen.
Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Oh, okay, zum Glück, zum Glück. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Danke, Diebrex, für die Likes des TikTok-Streams. Na, dann machen wir das doch so. Lass uns jagen gehen. Aber erstmal erzähl mir ein bisschen mehr was. Über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals vor dem Krieg kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Aber sitzt der Greg nicht jetzt im Leuchtturm, also in dem Turm von Dexter? Das war doch Greg da oben, oder? Alligator ist wirklich essbar. Bei uns gibt es in der Nähe eine Gaststätte, die macht zur Alligator-Steak tatsächlich, ne? Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Das ist genau mein Ziel. Hört sich gut an. Ja, aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Das ist genau mein Ding, ne? Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. So, dann los, lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Sumpfratten. Bin ich, geht los. Ja. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Ich speichere mal schnell. Zack, speichern. Und dann nehme ich den Degen, weil das machen wir nicht mit dem Bogen. Die Pfeile spare ich mir. Also hier geht die Sonne ja wirklich im Westen auf, ne? Oh, Mole Rats sind das ja. Mein Pfeil ist weg. Ich habe meinen Pfeil verloren. Aber hier ist ein Dunkelpilz, da ist noch ein Dunkelpilz. Wir müssen schon, wenn du Essen holen willst, dann müssen wir auch im Wald mal die Pilze mitnehmen, mein junger Mann hier, junger Freund. Wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Der hat einen Pfeil verloren. Hier, nee, das ist er nicht. Ich habe einen Pfeil verloren. Hier. So. Jeder Pfeil ist wichtig. Renn nicht einfach weg da vorne. Wenn wir jetzt gleich einem Snapper irgendwie auf die Füße treten, müssen wir vorsichtig sein. Der wird doch nicht ohne Grund mich hier mitschleppen. Da wird doch irgendwas passieren gleich. Du hast Alligator-Steak gegessen tatsächlich? Also so ein Alligator-Fleisch? So, mal hier oben, warte mal, hier ist eine bunte... Bleib mal stehen. Renn doch mal nicht weg, guck mal. Hier ist eine bunte Pflanze. Hallo? Ach so, mein Pfeil. Der wahre Satan, wie geht's dir? Hast du eine schöne Zeit, schönes Wochenende bisher? Ich sammle mal hier alles ein. Der da unten, wir gehen hier oben nachher nochmal lang, aber jetzt erstmal muss ich mit dir mitlaufen da. Hier musst du bei dem Spiel, da musst du halt wirklich einfach immer musst du hier sammeln gehen und du musst einfach gucken gehen. Das könnte man auch falsch verstehen, da hast du völlig recht. Das muss ich mir unbedingt merken. Du hast meinen Pfeil gegessen. Da muss ich einen Clip draus machen. Da muss ich irgendwie einen Clip draus machen. Ah, okay. Letztes Mal mitbekommen schon sozusagen. Ein Follow. Danke, Federix. Wo ist denn jetzt der hingerannt? Wo ist der jetzt hingelatscht? Der ist weg. Der ist wieder ohne mich einfach weitergelatscht. Alles du. Ich glaube, manchmal sind Leute, die hauen dann sowas einfach raus. Die wollen vielleicht gar nicht unbedingt Danke haben. Die machen das einfach, weil sie da Lust drauf haben. Achso, du hattest dich dafür auch bedankt. Okay, ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch an die Situation. Da hast du recht. Wo ist denn der jetzt hin? Absolut. Isaac-Star. Das ist genau so ist es. Ist der jetzt ohne mich einfach... Wo ist der jetzt hingerannt? Alligator-Check. Jetzt habe ich den total verloren. Kann das sein? Das ist Kacke, ist das. Oh, guck mal, eine Heuschrecke, die aussieht wie eine Gottesanbeterin. Ja, wie nice. Und da hinten ist ein Turm. Ja, ich hab...
Das könnte sein, dass er sich doch mit einem Alligator angelegt hat, ne? Ja, ich gehe jetzt einfach dem hinterher. Ich versuche jetzt mal, den nicht aus den Augen zu lassen. Hä? Der geht ja hier hoch. Da hier lang. Jetzt dachte ich gerade, was macht der denn für einen Move? Ja, wir gehen dem mal jetzt nach, okay. Wir nehmen jetzt wirklich nur die Blume, die am Wegesrand stehen. Vielleicht ist er ja hier runtergefallen. Wer weiß das schon? Mal gucken, wo der Weg ist, den er lang geht. I'm on the way, Alligator Jack. Oh. Jetzt hab ich den fast angegriffen. Er hat es aber zum Glück genau in diesem Moment geblockt. Der hat meinen Hieb geblockt. Das hätte mir der Alligator Jack gleich noch eine aufs Maul gehauen jetzt. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Hier wird nicht lange gequatscht. Hier wird einfach direkt zugeboxt. Ein Mistvieh weniger. Gib mir doch den Kopf von diesem Mistvieh. Vielleicht gibt es ja eine Heuschreckenkopfsuppe, die wir nachher daraus machen können oder so. Da oben ist ein Turm. Guck mal, hier geht's doch in irgendeine Burg oder was ist das da hinten? Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Ach, das oben waren wirklich nur Mole-Rats. Jetzt kommen erst die Sumpfratten. Okay. Der Talkessel. Na, jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht. Vielleicht gibt es die Sumpfeier, wird es jetzt hier nicht geben, oder? Da ist eine Höhle da drüben. Guck mal, da ist eine Höhle. Ah, oh nee. Locker. Sorry, Jack, sorry. Nichts zu holen. Der braucht meine Hilfe gar nicht, ne? Komm her, Mistvieh. Der freut sich richtig auf die Ratte. Guck mal. Will auch mal eine Ratte erschießen. Mal gucken, ob ich es kann. Ja, ja moin. War schon ziemlich schwach gerade, aber hey. Fleisch nehme ich mit. Wir brauchen ja auch Fleisch, unbedingt. Also das heißt, er nimmt sich ja immer das Fleisch raus, aber ich nehme unbedingt auch Fleisch mit, weil das Fleisch hat so die beste Heilsache. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf. Oh, geil. Tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Ich bin dabei. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Ich bin dabei. Das sind wieder ganz wichtige Erfahrungspunkte. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Ich bin ein guter Bogenschütze mittlerweile. Alles klar. Da passt das. Oh, da unten ist schon ein Vieh. Warte mal, bevor der jetzt weg ist, da sind Warane. Warum haben wir nicht die Warane? Da unten sind... Oh, ich hätte gerne die Warane noch... Oh, komm. Die hätten wir noch wegmachen können. Gehen wir halt zurück. Gehen wir halt in den Canyon. Oh, Heilpflanze. Ich höre Geräusche. Ja, offenbar nicht. Alligator-Check. Fast, ist ein bisschen angeschlagen. Komm schon! Bin doch schon da, Mann! Oh, warte mal. Oh, da oben ist, da ist jemand. Wenn da jemand ist, kriege ich ein bisschen Angst. Wer ist das? Wer steht denn da? Der sägt hier einfach Holz. Wer ist das? Ja, mitten im Wald? Malcolm. Hey. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Wer ist das denn? Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Ist der auch ein Pirat? Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Okay, also auch ein Pirat, ja. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Ich kann da mithelfen bei Bäume fällen.
Guck mal, da drüben das Haus. Komm, wir gucken uns das mal in Ruhe an. Hier ist ein Zaun, da kann man nicht runterfallen. Guck mal, wie schön das da aussieht, ne? Genau, hier ist so eine... Da unten ist so ein Bergsee, da ist ein Wasserfall. Guck mal da. Guck mal da. Und dann geht es da... Von da oben kommt der Wasserfall. Ein paar Bäumchen stehen da so rum. Und da drüben ist eine Burg. Ich finde, Leute, es ist einfach... Guckt euch's an, das ist doch geil. Wenn jetzt noch die Sonne da reinscheinen würde, wenn jetzt noch richtig so Licht reinkäme... Sieht doch genial aus, oder? Sag doch mal. Das ist einfach geil. Ich komm ja schon. Alligator-Check. Wir laufen jetzt einfach hier den Weg entlang. Da leuchtet doch eine kleine Blume, oder? Nö, ach nee. Ihr seht, ihr ein bisschen Licht durchkommt. Gleich scheint wirklich Sonne ins Tal. Die wird gleich da hinten über den Berg rüberkommen und dann scheint die bestimmt hier so rein, die Sonne. Das sind so schöne Stellen, wo man auch mal gut in... Wo ist denn jetzt der Typ hin? Oh, wo ist denn der jetzt schon wieder hingerannt? Ich flipp noch mal aus. Schwarze Goblins, die sind mittlerweile gut zu schaffen. Guck mal. Jetzt ist der wieder weg. Alligator-Check. Der geht mir auf den Sack. Der geht mir auf den Keks. Der kann da nicht warten. Muss der da jedes Mal... Muss der wegrennen da? Oh, jetzt muss ich den Typ nochmal anlabern hier oben. Weil ich will ja schon wissen, was der zu erzählen hat. Das muss ich mir abspeichern in meinem Tagebuch. So, aber das haben wir ja schon gemacht vorhin. Alles, das kennen wir ja alles schon. Einfach nur nochmal durchklicken hier. Das ist, da wird was haben, ne? Okay, kann ich dir nochmal was erzählen? Hey, du. Okay. Ich muss warten. So, Alligator-Check. Ey, ein Idiot, ey. Bleib jetzt stehen da. Ich hab mir nur mal ganz in Ruhe hier die Gegend angeguckt. Da rennt der einfach weg, ne? Weil er unbedingt Sumpfrattenfleisch braucht. Na, jetzt gehen wir erstmal ein paar Dinosaurier angreifen. Ich hab hier nur nach dem Licht geguckt. Nur da reingeguckt nach dem Licht. Da war ich zack weg. Ach, weil er hier langläuft, der. Ah. Aber hier war er ja auch gerade nicht. Ich habe ja gerade geguckt. Hier war er ja nicht. Der wartet normalerweise. Ihr seht das. Der bleibt immer stehen. Und jetzt ist er aber gerade eben trotzdem weg gewesen. Wie viele Wald- und Goblinbären es hier gibt. Da haben sie in dem Mod natürlich hier gut was dazu gepackt, damit man hier auf der Seite der Welt dann wirklich nochmal richtig schön so Alchemie-Zutaten kriegt. Oh. Man muss sagen, die stecken ein. Da ist nichts zu holen. Die Viecher stecken ein. Da muss man gut, da muss man gut gewappnet sein. Die schafft er wahrscheinlich alleine. Das ist jetzt nicht das große Ding, wenn ich das mal an. Nichts. Schön hier, guck mal. Fleisch. Das Fleisch nimmt der wirklich mit. Ah, guck mal. Das nimmt der wirklich, das Fleisch. Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier. Also. Nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Na okay. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Oh, wenn du willst, Tierhaut. Bringe ich es dir bei. Tierhaut. Das wäre gut, oder? Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Was können wir denn bei dem lernen? Bogen plus 5, danke. Das brauche ich natürlich unbedingt. Aber Tiere enthäuten, habe ich jetzt wirklich gedacht. Dass das was für mich wäre. Wenn du mich suchst. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Okay, Alligator-Check ist an den Palisaden. Ich schieß mal noch ein paar Ratten hier weg, schnell. Weil wir brauchen ja unbedingt Fleisch und so wie es aussieht, kriege ich das hier. Also, mit dem Bogen müsste das ganz gut funktionieren. Das sind Wüstenratten, schaut mal. Deswegen sind wir hier oben im Canyon, ne? Weil das ist ja hier die Wüste. Das sind also Wüstenratten. Klar, logisch.
dass das jetzt die Kinder Sumpfratten mehr sind. Ich höre was. Die erste haben wir. Erfahrungspunkte sind wichtig. Ja, wirklich, ohne Spaß. Wie oft habe ich schon darüber nachgedacht, dass es einfach wirklich eine Handy-App dafür geben müsste, ne? Also, dass man auf Android irgendwie portiert Gothic spielen müsste. Ich kann von den Ratten kein Fleisch nehmen. Krass. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege hier auch ein bisschen Fleisch. Naja, Erfahrungspunkte kriege ich, aber das war's auch. Das ist natürlich schade jetzt, ne? Aber dann nehmen wir halt ein paar Erfahrungspunkte erstmal mit. Kann ich auch nichts drauflegen. Da ist auch ein Teleporter. Ach, warte mal. Guck mal, das ist der Stein. Womit denn? Oh. Ah, nein, womit jetzt habe ich das da... Okay. Jetzt gucken wir uns mal an, was ich jetzt gemacht habe, ne? Jetzt habe ich hier den Stein draufgelegt. Und mitnehmen kann ich ihn nicht wieder, ne? Womit denn? Ja, okay, dann müssen wir da mal reingehen gleich. Dann kommen wir vielleicht zurück in dieses Lager... Das ist gar keine schlechte Idee. Da haben wir gleich ein bisschen Quest auch wieder weiter erfüllt. Ja, ich habe ganz oft im Play Store geguckt nach Gothic 1, weil so eine alten Spiele, JRPGs hier, Final Fantasy 7 und alles, das gibt's ja alles im Play Store. Kannst du alles spielen, ne? Auf dem Handy. Habe ich auch schon gemacht. Ist auch ganz, also ich habe auch Final Fantasy 8 zum Beispiel auf dem Handy durchgespielt. Aber Gothic? Aber ich muss dir auch natürlich auch zusagen, die Steuerung, das wäre natürlich eine ziemliche Katastrophe, glaube ich. Also, das Kampfsystem. Oh. Ach, guck mal an. Jetzt kämpfen da Beißer und Razor gegeneinander. Kann ich die Beißer? Kann ich die? Guck mal, die kriege ich doch. Wenn ich mal treffe. Der geht mir mit seiner Art zu zielen, also oder auch nicht zu zielen, so auf den Sack. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Fleisch dabei. Okay, so. einen haben sie sich selber weggeschossen. Hier. Einen haben sie kaputt gemacht. Beißer sind, glaube ich, einfach sowas wie Scavenger, oder? Da unten sind auch noch irgendwelche Viecher. Ich guck gleich mal. Ich habe einen relativ starken Bogen und ich habe Bogen auf 50% gelevelt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Hier geht's Minecrawler. Meine Damen und Herren, da drin ist ein Minecrawler. Das machen wir uns mal. Den gucken wir uns mal an, den Minecrawler. Ich meine, ich habe schon mal einen Minecrawler besiegt auch. Dann schaffen wir den auch. Ich spiele auf dem PC und auf einer ganz alten Möhre tatsächlich sogar. Also kein guter PC. Oh nein! Okay, man schafft Minecrawler, aber nicht, wenn sie direkt vor einem stehen. Man muss dann schon. Ich müsste mal den Nahkampf probieren. Wir können ja schon Crawlerplatten und sowas rausziehen. Okay. Also im Canyon gibt es auch auf jeden Fall viel zu entdecken, meine Damen und Herren. Hier unten ist auch noch was. Was sind das da? Razors. Gehen wir uns mal die Razors noch wegschießen da. Sind bestimmt auch zu zweit. Wo gehen die jetzt wieder hin? Okay, die Razor greifen die Ratten hier an. So ein Wolf noch schnell. Na, wieso trifft denn der den scheiß Wolf nicht? Also weißt du, das will man, ich glaube das Spiel, das ist einfach so. Wenn man das von früher kennt, dann will man das auch. Also das kribbelt, wenn man das von früher kennt, das Spiel, ne? Das kribbelt, wenn man das sich hier anguckt, einfach in den Fingern. Das ist einfach so. Das macht richtig Bock und richtig Laune. Wir gehen gleich da hoch und teleportieren uns zurück nach Hause. Gib mir meinen Pfeil wieder her. Komm, her damit. Ich gehe da hoch und teleportiere mich zurück. Okay, gehen wir nochmal schlafen. Das ist nämlich gut. Da brauchen wir keine Heiltränke. Genau, ich habe das auch früher gespielt. Aber wie gesagt, das jetzt, diese Stelle hier, die kenne ich nicht. Das habe ich früher nicht gespielt. Auf der Seite hier war ich nie. Vielen Dank, The Real Skywalker, für das Live-Follow. Ja, 3, das ist bei vielen. Viele sagen, die 3 ist doof, ne? Das muss man dazu mal sagen. Aber ich habe jetzt bei PietSmiet gelesen, dass es eine gute Mod-Zusammenstellung gibt, um die Teil 3 doch echt gut noch zu spielen. Und das werde ich auch probieren. Also ich werde mir das auch anschauen. Oh, hier sind Orks! Meine Damen und Herren, warum sind hier Orks?